das ist meine wahre Geschichte. Vor ungefähr 14 Jahren hatte ich komplett die Kontrolle verlassen. Das hatte ich gedacht. Da war ich in eine Anstalt geraten und wurde erheblich von anderen gefoltert. Nein, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Meine Freunde beschreiben mich als umgänglich und sympathisch. Ein Typ zum Pferdestehen. Na, langweilig? Für meine Geschichte ist die Ethnologin völlig irrelevant. Vorher noch eine Geschichte. Ist dein Telefonanschluss kaputt? Kannst du mal rangehen? Ist das kaputt? Na, wohl nicht. Sonst würde es ja nicht klingeln. Dann kannst du doch mal rangehen. Ich möchte dir gerne meine Würdigung nicht entgehen lassen. Du hast meine ganzen Leben zerstört mit deinem Dasein. Ich suche hier den Mann, egal wie er aussieht. Aussehen ist nicht alles. Klar muss er gepflegt sein, aber solche Höhenansprüche habe ich eigentlich nicht. Alles andere kann man nach und nach bereden. Es ist mir egal, ob mein Freund, wenn du es sehen solltest, einen kleinen Schnatze hatte oder ein Großhosen, sie inneren Werte zählen. An einem sonnigen Tag gehen wir vor die Tür. Wir machen Gesten gegen einen Bagger. Wir schauen an den Häusern. Wir haben jetzt einmal die Trostlosigkeit gesehen und werden sie nie.